Es rappelt im Karton. Tong, 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 tong. Guten Tag und herzlich willkommen beim Medienkanzler beim Ultra D Web TV. Ihr merkt, ich bin heute ein bisschen säuerlich. Hier an der Theke findet so viel statt. Willkommen im Thekentheater hier vor Ort. So, jeden Tag haben wir hier Ärger. Jeden Tag müssen hier böse Faxe rausgeschickt werden, weil irgendeiner irgendwas gemacht hat. Ist so. Ich bin jetzt auch ein bisschen säuerlich, weil die Fernseher sind aus. Ja, nichts geht mehr, weil bezahlt TV. Ich sehe das einfach nicht ein, zusätzlich zu bezahlen für das, was ich vorher schon gesehen habe. Das Fernsehen erfindet sich ja nicht neu. Es kommt ja kein neues Fernsehen. Wir sehen halt, wie im anderen Beitrag, Scheiß-TV, so viel Scheiße nochmal in HD, also schärfer. Wir sehen also schärfer und zahlen auch noch dafür. Die Filme werden immer noch unterbrochen durch Werbung. Tolle Filme, wie Harry Potter oder so. Habt ihr schon mal gezählt, wie viele Werbeblöcke dazwischen? Dafür zahlt ihr demnächst. Also erstmal geht ihr ins Kino, seht Harry Potter, habt das schon mal bezahlt. Viele von euch kaufen sich das. Oder warten, bis es ins Fernsehen kommt, aber die werden jetzt wohl auch lieber eine DVD oder beziehungsweise eine Blu-ray oder so und für die ganz Reichen in 4K kaufen und sich es zu Hause anschauen. Da sind wir also auch schon beim Thema. Will jetzt jeder sein eigenes Fernsehen machen? Warum nicht? Dafür haben wir ja den YouTube-Kanal. YouTube-Kanal machen wir alle unser eigenes Fernsehen. Und wenn wir gut sind, haben wir auch Zuschauer, die Spaß haben, sich so ein Thekentheater, so ein Medienkanzler in den sogenannten Scheiß-TV zu sehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Heute bin ich ein bisschen knurrig, weil ich feststelle, dass wir in einer sogenannten DDR 2.0 Kult-Regierung leben. Ja, Kult. Die Frau mit der Raute wird uns gezeigt, ja, und so weiter. Kult. Alles DDR-Kult. Alles kommt vor aus dem Osten und so weiter. Wir sollen uns denunzieren. Wir sollen, ja, klicken. Also ihr sollt über mich urteilen, ob ich gut oder schlecht bin. Ich soll urteilen, ob jemand gut oder schlecht ist. Ja, dafür wurden die Sozialroboter, also Robots, eingesetzt. Die Bots, papapam, ne, wird vollgehauen und was wird hier überall reingesetzt und so weiter. Es geht heute nur noch um Strategie. Werbungsstrategie, Umsatzstrategie. Es geht darum, jedem alles zu nehmen. Vor allen Dingen die Freiheit. Meine lieben Freunde, jeder, der ins Leben gerückt, jeder, der im Leben lebt, in seinem Leben lebt, kann sich bedanken zweier Leute, die Spaß hatten. Die hatten so viel Spaß, dass wir dabei rausgekommen sind. Jetzt kann man sagen, gut, die hatten Spaß, wir haben gewonnen, wir sind die Sieger, wir stehen vor der laufenden Kamera oder arbeiten als Selbstständige oder arbeiten da bei irgendeinem Brötchenhändler, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Leben ist an sich kostbar. Das Leben ist an sich kostenlos uns gegeben worden, durch Liebe, durch Spaß, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir sind da, hurra. Ja, wir sind da, ja, und wir leben. Wir sollen jetzt aber für dieses Leben teuer bezahlen. Sehr teuer bezahlen. Und demnächst sollen wir ja auch fürs Fernsehen zusätzlich bezahlen. Einige sollen Wasser bezahlen. Ja? Bei Till Schweiger kam das Wasser in seiner Kneipe 4,20 Euro. So ein 0,5 ging da. 4,20 Euro. Till Schweigers Superwasser. Zum Beispiel Brötchen, die früher Pfennige kamen, kosten ja heute fast schon einen Euro. Also es ist teuer geworden. Es ist richtig teuer geworden und keiner sagt was. Mir fällt auf, euer Medienkanzler fällt auf, der auch durch Zufall geboren wurde, weil irgendwann mal der Vater von der Reise oder von der Montage nach Hause und dann muss er mal Druck ablassen. Ja, dann entsteht sowas. Dann ist man plötzlich
ist in der Kiste und es rappelt im Karton. Doch lieber schwarz oder bunt wie ein Bonbon. Es rappelt im Karton.